Wir wollten heute eigentlich um 10:45 die Fähre nehmen, es war alles perfekt geplant. Nur heute Morgen fiel da ein Ausweis. Welcher? Meiner nicht. Der auf dem Tisch lag und plötzlich ja. weg war. Ja, plötzlich war weg. Hat sich weggezaubert, dieser Ausweis. Und dann sind wir halt erstmal zur Fähre hin, aber da. Ja, genau. Aber da hatte man nach dem Ausweis gefragt. Klar, wir fahren in ein anderes Land. Der Führerschein wurde nicht akzeptiert. Dann hat man uns zur Polizei geschickt, um ein Ersatzdokument zu holen. Und dann von der Polizei zur nächsten Polizei. Die nächste Polizei hat uns dann zur Botschaft nach Stockholm widerwillig verwiesen. Ja, jetzt sind wir auf der Fähre. Jetzt haben wir gerade eine Hütte in Albaek gebucht. Skagen schaffen wir heute nicht mehr ganz. Alles wird gut. Skagen. Gestern sind wir in Albaek angekommen und 20 Kilometer südlich von hier haben wir uns da eine nette Hütte genommen, haben noch einen super Preis gekriegt, weil er auch Motorradfahrer ist. Und vor allem für zwei Nächte. Für zwei Nächte, damit Madame heute noch in Skagen ein bisschen shoppen kann. Ne? Und jetzt fahren wir gleich nochmal zur Nordspitze, damit wir eben auch mal da oben waren mit den Bikes. Ne? Genau. So, und dann geht es heute noch zum Baden. Und dann geht es heute noch zum Baden.
Alles richtig? Jemand happy? Gut, reines Wasser. Badestopp. Ja. Immer guten Morgen sagen hier. Nee, keine Lust. Keine Lust. Wir sind jetzt in Hals und warten auf die Fähre, dass wir weiterkommen. Dann geht es über Egernsee, über Randers und dann südlich von Aarhus heute. Ja, und dann geht es morgen weiter. Wetter ist gut. Wir haben schon gebadet, kleinen Badestopp gemacht. So, die Fähre fährt los. Ich habe schon eine Bank zum Sitzen. Mal, da muss da stehen. Erzähl mal was. Kann ja auch mal stehen. Genau, man kann ja auch mal stehen. Du sitzt ja die ganze Zeit. Ne? Thank you.
E-Bikes. Und dann machen wir jetzt von hier kurz ein Interview, drücken wir es. Wir sind jetzt in Vejers. Juhu! Völlig ungeplant. Das Wetter ist super. Wir bleiben 2 Tage und dann haben wir einen 300 Kilometer Trip nach Hause. Ja, da denke ich noch nicht dran. Da denkst du noch nicht dran, aber dafür quälst du dich. Wir haben erstmal eine Hütte jetzt für 2 Tage, eine kleine. Ja. Jo, und dann lassen wir es gut gehen.